So, die Wasserfläche haben wir ja nun angelegt und könnten wir jetzt loslegen und darin fliegen? Wir wollen es mal probieren. Als erstes würde ich mal gerne diese Szenerie abspeichern. Dazu wird ein Projekt-File angelegt. Und wir sagen mal einfach Wasserfläche dazu. Es dauert ein wenig, bis es abgespeichert ist. Wenn ich nun aber auf Exportieren klicke, bekomme ich eine Fehlermeldung und die sagt mir, Sie müssen wenigstens eine Default 1 Startposition für ein Flächenmodell in dieser Szenerie anlegen, sonst wird das nicht geladen werden in Phoenix. Also das muss ich dann erst einmal tun. Ich gehe dann also unter Positions und klicke hier irgendwo hier vorne einmal rein, indem ich erstmal New anklicke. Noch ein Klick hier legt diese erste Position fest. Hier kommt nun rein Default 1. Das ist jetzt nicht gelungen. Da gehört nämlich ein Leerzeichen dazwischen. Und wir haben jetzt ein kleines Problem, denn wir bekommen das Leerzeichen nicht rein, ohne dass wir hier in eine andere Ansicht geraten. Ich versuche es nochmal. Leertaste geht nicht. Also, das ist ein Bug im Phoenix, der es einem einfach nicht erlaubt, das einzugeben, was sie wollen. Wir brauchen also jetzt hier, ich kopiere mir das kurz mal in die Zwischenablage, ein weiteres Programm, nämlich Notepad oder den Editor hier. Und da mit Steuerung und V habe ich jetzt die Möglichkeit, hier ein Leerzeichen einzugeben. Das kopiere ich mir wieder, schließe meinen Editor und setze hier mit Steuerung und V das so rein, wie er es haben will. Das gleiche mache ich an dieser Stelle. Und hier gehört Fixed Wing eingesetzt. Fixed Wing ist natürlich jetzt kein Wasserflugzeug. Und wenn wir hier sehen, hier sollte schon mal Wasser sein, mache ich an der Stelle nochmal gerade eine neue Position fest. Und zwar, wo ein Wasserflugzeug starten könnte. Dazu klicke ich wieder. Ich habe das ja noch in der Zwischenablage stehen. Hier rein und setze mit Steuerung und V die neue Position ein. Und benenne sie mit Watercraft. Das ist Wasserflugzeug. Probieren wir mal aus, was jetzt passiert, wenn ich auf Exportieren klicke. Also, das geht schon weiter. Ich kann jetzt also Wasserfläche angeben, damit ich nicht so viel schreiben muss. Kopiere ich mir das wieder und setze es hier mal ein. Das wäre hier die Beschreibung der Szenerie. Und exportiere diese Szenerie. Nun haben wir hier zwei Startpositionen und wir haben Wasser. Das haben wir schon mal geschafft. Jetzt lassen wir uns mal angucken, wie das Ganze aussieht im Phoenix.